Vielen geht es so oder wird es früher oder später so gehen, dass die Bank sagt, das war jetzt das letzte Objekt oder dann auch beim konkreten Objekt kommt und sagt, ich finanziere jetzt nicht weiter oder wir wollen jetzt nur noch 80% finanzieren und wir wollen entsprechende höhere Tilgung haben. Ganz klassisch. Wann tritt es ein? Bei vielen Sparkassen und Volksbanken häufig bei der Millionengrenze, manchmal schon ab 750.000. Ab 750.000 gibt es eine entsprechende Reportpflicht an die BaFin. Also hier gibt es nochmal verstärkte Auflagen und dann gibt es eben viele Sparkassen, Volksbanken, gerade die kleinen, die nicht so hohe entsprechendes Volumen haben, die dann hier eine Deckelung machen bei 1 Million für den klassischen Privatkunden und darüber hinaus dann entsprechend nur noch 80% finanzieren, wenn überhaupt weitergeht. Und dann ist das andere Thema, Blankoanteile. Je mehr Blankoanteile ich entsprechend verbraucht habe, je schneller komme ich also dahin. Das heißt, habe ich schnell gekauft, die Objekte konnten nicht entsprechend runtergezückt werden und habe ich gleichzeitig hohe Beleihungen gehabt, dann verbrauche ich eben meinen Blankoanteil und sobald mein Blankoanteil verbraucht, kann ich eben nicht mehr mit 100% weiterfinanzieren, sondern mit 80%. Warum dann eine höhere Tilgung? Ja, damit man schneller aus dem Blankoanteil rauskommt. Warum nur noch eine niedrigere Beleihung, damit eben bei dem neuen Objekt der Blankoanteil nicht so hoch ausfällt. Nun, was kann ich jetzt einfach tun? Ja, ich gehe eben zur nächsten Bank. Und welche jetzt sich da strategisch eignet, da stehen wir als Finanzierungsvermittler natürlich zur Verfügung, anstatt irgendwie die nächstbeste rauszunehmen und da wieder dasselbe Problem zu haben, sollte ich ja auch irgendwo strategisch vorgehen. Wir fangen an, klassischerweise bei mehreren Banken frühzeitig einen Einstieg zu machen. Das ist auch ein häufiger Fehler, dass ich erst einmal hergehe und mich mit einer Hausbank fokussiere, so lange dort finanziere, bis es nicht weitergeht und dann erst die Alternative suche. Nein, besser den Fuß frühzeitig, solange ich noch klein bin, solange noch überschaubar ist, solange der Prüfaufwand für die Bank noch geringer ist, lieber auf mehrere Füße bei mehreren Banken entsprechend reinbekommen und zwar strategisch klug bei den Banken, mit denen ich auch in der Zukunft ein Geschäft mache, anstatt einfach irgendwo wahllos, nur weil der Zins da gerade am besten ist. Natürlich soll der Zins auch irgendwo passen und die Bank regional irgendwie dazu passen und so weiter, aber nicht irgendwo total wahllos oder nur über den Zins entschieden, sondern strategisch, welches Objekt bei welcher Bank mit welcher Strategie platziere ich entsprechend. Und da ist natürlich ein Finanzierungsvermittler ideal, weil er entsprechend einen Überblick hat über die verschiedenen Banken und mit der entsprechenden Strategie reingeht. Aber Achtung, die allermeisten Finanzierungsvermittler haben nur den nächsten Deal im Blick, haben nicht den Weitblick entsprechend zu schauen, wie geht es Stück für Stück weiter mit dem Portfolioaufbau, weil der klassische Finanzierungsvermittler da draußen ist ein Eigenheimfinanzierungsvermittler, er ist es gar nicht gewöhnt eben mit einem Portfolioaufbau und einer Portfolioskalierung entsprechend umzugehen und überhaupt die Denkweise zu haben, wo finanziere ich was, wann, wie, sondern eben nur den klassischen Deal zum bestmöglichen Preis, das bekommt dahin, aber eben nicht die strategische Auswahl langfristig.